Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe den Fokusplaner entwickelt. In diesem Video hier möchte ich dir vorstellen, was es ab 2023 alles Neues im Fokusplaner gibt. Im Kalendarium und dem Leporellos, dem Lesezeichen, so haben wir nur kleine Änderungen vorgenommen. Wir haben die Kalenderwochen in dem Tageskalendarium eingefügt. Wir haben die gesetzlichen Feiertage in der Jahresübersicht eingefügt. Wir haben die Leporellos besser gekennzeichnet, dass man genau weiß, welches ins linke, welches ins rechte kommt, welche fürs erste Halbjahr und welche fürs zweite Halbjahr. Also lauter Kleinigkeiten, die man macht, wenn man ein Produkt verbessert. Aber wir haben noch etwas Großes geändert, etwas Gigantisches gemacht. Und zwar gibt es seit diesem Jahr, seit 2023, ein extra Heft. Ja, ein zusätzliches Heftchen. Und was macht das? Dieses Heft sorgt dafür, dass 2023 oder wann immer du es machst, dein bestes Jahr wird. Nämlich das Heft heißt auch so, dein bestes Jahr. In dem Heft setzt du dir die Ziele für das Jahr und zwar nach der Bobach-Methodik, die tausendfach erprobt ist und von mir entwickelt wurde. Nach einem ganz klaren Prinzip setzt du dir die Ziele. Du guckst erstmal raus, welche Lebensbereiche möchte ich verbessern. Dann guckst du dir die Ziele aus, die du erreichen willst. Guckst die Motivation dahinter, setzt dir Zwischenziele, Meilensteine, legst Maßnahmen und Gewohnheiten fest. All das machst du in diesem Heft. Also, ganz tolle Neuigkeiten für den Fokusplaner 2023. Ein Zieleheft, dein bestes Jahr. Und ich bin mir sicher, wenn du damit deine Ziele planst und den Fokusplaner in 2023 nutzt, dann wird das Jahr dein bestes Jahr.